Hallo, hier ist der Basti Fantasti. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind heute Basti Fantasti on Tour. Heute live hier auf der Dresdner Hauptstraße. Im Hintergrund seht ihr das Wahrzeichen von Dresden. Das ist Dresdens Goldener Reiter. Aus purem Gold gemacht. Genau so ein gleicher Goldener Reiter steht bei mir in meinem Schlafzimmer. Hier steht er. Und da werde ich schön drauf rumreiten. Aber was wir heute hier in Dresden noch alles erleben werden, das seht ihr jetzt in einem kleinen, ganz kurzen Video. Also seid gespannt. Euer Basti Fantasti freut sich auf euch. Ja, da wär's doch bekloppt, oder was? Ja, ich hab's mir hier schon mal ein bisschen gemütlich gemacht. An einen Brunnen hier an der Dresdner Hauptstraße in Dresden. Und das Wasser ist so erfrischend. Da kann man sich ein bisschen abtupfen. Ah, jetzt ist meine Sonnenmilch verlaufen. Ja, wär's doch bekloppt, oder was? Aber dazu gibt's auch noch ein Lied. Hier seht ihr einen Fisch, wie der Fisch das Wasser aus dem Munde speilt. Aus dem Munde speilt der Fisch das Wasser. Ja. Und da gibt's noch ein Lied, das kann man sehen. An Brunnen vor den Tore, da sitzt ein Mädelein, das spielt mit dem Wasser. Die Pfütze muss nicht sein. Ja, also kommt mit auf meine nächste Tour. Ich freue mich, ja. Euer Basti Fantasti. Da wär ich bekloppt, oder was? Wollen jetzt demnächst, wollen die das so machen, dass die hier, wenn man jetzt in den Brunnen zum Beispiel Hände waschen soll, wollen die Wasserkosten verlangen. Also da wollen die wie so einen Zähler anbringen. Und das will, so? Ja, das haben sie jetzt beschlossen. Also ist jetzt in der Beschließung drin. Ich habe gar nicht, sie wissen was davon. Nein. Wissen sie gar nichts? Nein. Okay, schade. Dankeschön, ne? Tut mir leid. Bitte. Sie weiß nichts davon. Wir wissen es bis jetzt auch noch nicht, ob es den Beschluss überhaupt demnächst geben wird. Da wär's doch bekloppt, oder was? Wir fragen hier jetzt mal Touristen, ja, fragen wir jetzt einfach mal, ob die schon mal von dem neuen Beschluss wissen, dass die Wasserkosten hier in Dresden demnächst Geld kosten. Und jetzt haben wir hier zwei Fragen. Hallo, schönen guten Tag. Kann ich Sie kurz was befragen? Keine Frage, Mensch, Mist. Haben wir leider nicht befragen können, aber wir schauen jetzt mal weiter, ob es hier noch weitere Touristen oder Dresdner Einwohner gibt, die gerne dazu ein kurzes Interview geben wollen. Doch, da wär's doch bekloppt, oder was? Da ist jemand. So, wir fragen jetzt gleich nochmal die nächsten Leute hier und mal sehen, ob die davon schon was wissen. Hallo, schönen guten Tag, Entschuldigung, kann ich Sie kurz was befragen? Wissen Sie, sind Sie hier Tourist oder sind Sie Dresdner Einwohner? Was denn? Sind Sie Tourist oder Einwohner? Wohnen Sie hier oder? Tourist. Tourist. Bloß eine Frage, was behalten Sie von dem Beschluss, den die Stadt einführen möchte, dass die Wasserkosten demnächst machen wollen? Entschuldigung. Ja, okay. Kein Problem. Sie wissen leider alle noch nicht von dem Beschluss. Ich weiß auch noch nicht von dem Beschluss. Wir schauen mal, was wir da heute noch rausbekommen. Ja, oh, schön. Ja, wir fragen weiter hier auf der Straße in Dresden, auf der großen Straße. Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung, bloß mal eine ganz kurze Frage. Wissen Sie schon von dem Beschluss, den die Stadt einführen möchte, dass diese Springbrunnen hier in Dresden demnächst, wenn man sich da mehr mit Wasser erfrischt, Wasserkosten entstehen sollen, weil jeder Tourist, der da Wasser rausnimmt oder jeder Gast, verschwendet ja Wasser dadurch und da wollen die jetzt eine Einführung machen, dass das eben Wasserkosten sein soll. Wissen Sie davon schon was? Ich bin leider nicht von dir, aber ich finde das Beschwerderei. Finde ich dann auch, ja. Also wenn es den Beschluss gibt, finde ich das dann auch. Dankeschön, ne? Also, sie findet das eine Schweinerei, ich finde es auch, aber jetzt gehe ich nochmal ans Wasser und wasche mir nochmal meine Hände. Ja. Hier sind wir an einem Teich im großen Garten, an dieser Amore de Villa Malora. Ich kann da ein Lied singen wie Amore mio, la Scamarina, Amore mio, Mascalama, Mara, Matratroschka. Amore mio, amore. Ja, das war mein kleines Ständchen hier im großen Garten zugunsten von diesem wunderschönen Brunnen, von dieser Quelle, wo das Wasser der Liebe entspringt. Wenn ihr sie auch finden wollt, kommt doch einfach mal in den großen Garten, besucht ihn, genießt ihn.
genießt die Ruhe, die Sinnlichkeit, die Stimme. Und vielleicht trefft ihr mich, Basti Fantasti, auch mal an. Joho, da wär ich doch bekloppt oder was. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt noch ein bisschen Spaß, schauen noch ein bisschen im großen Garten rum. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Basti Fantasti on Tour, live mit euch hier im großen Garten. Ein Dankeschön gilt natürlich auch an meine Kamerafrau, an die Isabel und an viele andere, die hier in diesem lustigen Video mitgewirkt haben. Und jetzt geht's los. Hoch auf den gelben Wagen sitz ich beim Schwager von. Ich habe 100 Tage, 20 Biere und 25 Gold. Juhu! Okay, das war's, euer Basti Fantasti freut sich. Bis zum nächsten Mal, ja. Da wäre ich bekloppt, oder was?